Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, aber ich habe zwei Erdbeermarmeladebrote für dich. Eins kannst du ja gegen Honig eintauschen. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Der Müller gab ihm die zwei Erdbeermarmeladebrote, die beiden verabschiedeten sich und Tom machte sich auf den Weg. Da kam er zum Gulli auf der Blumenwiese. Guten Tag, gut, dass du mich triffst. Ich komm dir zu Hilfe und geh dir zur Hand. Als netter Mann bin ich bekannt. Sag mal, netter Mann, weißt du vielleicht, wo man ein Erdbeermarmeladebrot gegen Honig eintauschen kann? Ach, was eintauschen? Ich besorg uns Honig, sodass wir zwei Erdbeermarmeladebrote mit Honig haben. Wie sag ich immer? Ich geb dir und du gibst mir. Zusammen sind wir unschlagbar. Tom hielt das für eine wunderbare Idee und der nette Mann begann zu überlegen, wo es Honig gibt. Doch so sehr er auch überlegte, er kam nicht drauf. Ich bin einfach zu hungrig zum Denken. Nun waren sie beide etwas traurig. Da hatte der nette Mann eine Idee. Ich hab's! Du gibst mir schon mal einen Bissen vom Erdbeermarmeladebrot und ich gebe dir das Versprechen, dass mir dann der Weg zum Honig wieder einfällt. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Ha, jetzt weiß ich wieder, wo es Honig gibt. Bei der Biene. Aber der Weg zu ihr ist beschwerlich. Da brauche ich dringend noch den Rest von meinem Erdbeermarmeladebrot als Stärkung. So, jetzt bin ich gestärkt für den weiten Weg zur Biene. Guten Tag, gut, dass du mich triffst. Ich komm dir zu Hilfe und geh dir zur Hand. Als netter Mann bin ich bekannt. Also pass auf, Biene. Ich geb dir diesen Eimer und du gibst mir dafür etwas Honig. Na, von mir aus. So, und jetzt machen wir es genau, wie ich gesagt habe. Ich geb dir und du gibst mir. Zusammen sind wir unschlagbar. So, hat mich gefreut, dir helfen zu können. Also mach's gut und du weißt ja, ich komm dir zu Hilfe und geh dir zur Hand. Als netter Mann bin ich bekannt. Na, Tom, so hast du dir das wohl nicht vorgestellt. Es ging alles viel zu schnell. Dann lass dir doch alles nochmal in Ruhe erklären. Hey, netter Mann! Wie war das doch gleich? Du gibst mir und... Und ich geb dir! Zusammen sind wir unschlagbar! Aber jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Stimmt eigentlich. Also nochmal. Ich geb dir und du gibst mir. Und ich geb mir und du gibst mir. Und wie geht's dir? Was mache ich hier? Ha! Zusammen sind wir unschlagbar. Und so hatte jeder der beiden schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihnen so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Tom verbrachte noch den ganzen Tag auf der Blumenwiese beim netten Mann und war wunschlos glücklich.